Herzlich willkommen zu Tirol on Stage, unser Musikmagazin hier auf Tirol TV. Und heute freut es mich besonders, die Band Mayras Welt hier im Bierstindl im Kulturgasthaus in Innsbruck bei mir zu haben. Schön, dass ihr heute Zeit habt. Ebenso, wir freuen uns. Kathi, du bist ja die Bandleaderin von der Band Mayras Welt. Jetzt kannst du mir sicher mal verraten, was hat es denn eigentlich mit diesem sehr speziellen Bandnamen auf sich? Mayras Welt heißt es. Wer ist denn die Mayra? Das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Ich war 8 Jahre in Wien und bin dann nach Tirol gezogen und war am Meldeamt und habe mich gemeldet und habe dieser Dame dann meinen vollen Namen gesagt, Katrin Maria Wagner. Ein paar Wochen später ist dann ein Brief im Postkasten gelegen. Ich war wohl doch ein bisschen zu schnell dran mit dem Auto, also eine Strafe. Adressiert an Katrin Mayra Wagner. Die hat sie verschrieben und an dieser Stelle vielen, vielen Dank. So bin ich zu meinem Künstlernamen gekommen. Und Mayras Welt, ich hole mir das in meine Welt, was mir gefällt, und das ist meine Band. Wir machen deutschsprachige Popmusik mit Einflüssen aus dem Funk, aus dem Soul. Also wir schreiben die Musik und arrangieren sie in Proberaum gemeinsam. Und da ist zum Beispiel jetzt bei unserer ersten Single, die ist sehr funkig geworden. Ja, aber im Großen und Ganzen ist es Popmusik. Und wenn ihr Überschrift machen würdet, dann würde ich sagen, Elektropop trifft Cello. Ihr schreibt ja, beziehungsweise du singst ja alles auf Deutsch. Hat das einen speziellen Grund, weil Deutsch halt einfach momentan gut ankommt, weil sich es gut verkaufen lässt? Oder kannst du einfach deine Gefühle, deine Emotionen besser in der deutschen Sprache ausdrücken? Das Zweite, genau. Also ich schreibe unglaublich gern deutsche Texte und kann mich da am besten ausdrücken. Das ist meine Muttersprache. Ich habe in manche Songs auch englische Hooks, Refrains, aber hauptsächlich schreibe ich Deutsch, ja. Ja, dann würde ich sagen, dann hören wir jetzt mal rein in eure erste Single, die ihr produziert habt. Und zwar, die nennt sich Vorbei an 1000 Sternen und ein Video dazu gibt es natürlich auch schon. Viel Spaß. Kein Weg ist zu weit, keine Mühen zu schwer wird. Mein Herz brennt lichterloh vorbei. Ihr habt ja nicht nur eine Single, die gerade sehr aktuell ist, sondern ihr seid ja auch mitten in der Produktion von einem Album. Das ist aber noch nicht ganz fertig. Auf was dürfen sich denn da die Fans freuen? Was kommt auf uns zu? Also wir waren jetzt einmal im Studio und haben 4 Songs aufgenommen. Unser Plan ist, dass wir jetzt einmal 3 Single-Auskopplungen machen. Die nächste Single wird im November, Dezember rauskommen und im Frühjahr dann die 3. Und dann schauen wir, dass wir das Album präsentieren können und eine kleine Österreich-Tour planen wir auch. Eine Tour steht also an. Vielleicht jetzt die Frage an die Jungs, wie ist das so? Ihr seid ja doch 4 Jungs und die Kathi ist eine Frau. Ist das ein bisschen anstrengend mit einer Frau oder kommt sie gut zurecht mit der Kathi? Sie ist sehr pflegeleicht. So ein bisschen die Bandmama, kann man sagen, oder? Naja. Also bleiben wir beim Pflegeleicht. Alles klar. Der Sommer 2017, der steht an. Was habt ihr alles in Planung? Ja, wir spielen live am Kuhstein Unlimited. Da freuen wir uns schon sehr, sehr drauf. Am 9.6. um 17 Uhr auf der Volksbankbühne. Und natürlich arrangieren wir unsere Songs fürs Album. Wir arbeiten an den Songs und man kann sich dann aufs Album freuen. Das auf jeden Fall. Und wir freuen uns jetzt gleich auf ein Live-Konzert von Mayras Band, denn die werden jetzt gleich hier am Abend eine Live-Session hinlegen. Und im Bierstindl gibt es aber auch noch mehr Veranstaltungen, denn am 29. Mai zum Beispiel um 20 Uhr gibt es eine Entertainment-Show, und zwar eine Zauberer-Gedanken-Jongleur-Show. Das kann man sich ja schon einmal notieren. Jetzt seid aber ihr mal dran. Ich wünsche euch viel Erfolg für die Zukunft und alles Gute. Danke. So ausgelassen, frei.